Zum zweiten Mal stellten sich beim CFC Preservation Concours während des Warm-Up 3 der Motorworld München 29 klassische Fahrzeuge dem Wettbewerb um den am besten erhaltenen Oldtimer im Originalzustand. Dieser weltweit einmalige Konkurs widmet sich dem Erhalt des Originalzustands klassischer Fahrzeuge. Bewertet wird die Originalität eines jeden einzelnen Fahrzeugs im Wettbewerb. Hier geht es nicht um wertvolle, hochglanzpolierte Oldtimer-Schönheiten, sondern vielmehr um jene Fahrzeuge, die über Jahrzehnte von ihren Besitzern gepflegt und original erhalten wurden. Dabei sind auch Brot- und Butterfahrzeuge aus Massenproduktion, die man im unrestaurierten Zustand schon längst nicht mehr so leicht findet und die dadurch echte Raritäten sind. Eine 12-köpfige Fachjury bewertet die Fahrzeuge. Best of Show 2017 wurde der Auto Union 1000 von 1959. Er bestach durch seinen original erhaltenen Lack, dem werksoriginalen Zustand und die perfekt erhaltene Innenausstattung. Auf der Rampe konnte der Besitzer des Auto Union auch den Preis des Klassensiegs, Sedans und Coupés, entgegennehmen. Erstmals bewertete auch eine Jury bestehend aus Auszubildenden das Teilnehmerfeld. Die Junior-Jury verlieh den Apprentice Award an den Besitzer des Alfa Romeo Alfetta 2000 Blindata, ein gepanzertes Fahrzeug aus dem Vorbesitz des italienischen Mafia-Bosses Francesco Mutto. Wegen seiner äußerst interessanten, belegten Historie erhielt der Alfa Romeo auch den Preis für die Best History. In der Klasse der Vorkriegsfahrzeuge konnte der kleine Austin 7 Chummy den Klassensieg für sich gewinnen. Gleichzeitig erhielt der englische Vorkriegsklassiker auch den Preis Classic Data Choice Award, einen der Sponsorenpreise. Das älteste Fahrzeug im Feld war der Alfa Romeo RLS von 1922. Ihm verlieh die Motorworld den Choice Award. Besonders sympathisch fanden die Besucher des Preservation Concours das Feld der Kleinstfahrzeuge, bestehend aus dem kleinen Schnitger und dem Fulda Mobil. TV-Moderatorin und Jurymitglied Lina van der Maas ließ sich es nicht nehmen, den kleinen Schnitger anzuheben, um vorzuführen, wie leicht diese Fahrzeuge sind. Den Klassensieg und den Initiative Kulturgut Mobilität Choice Award konnte das original erhaltene Fulda Mobil für sich holen. Eine außergewöhnliche Patina hat der Porsche 356 Speedster, der sich den Klassensieg in der Kategorie Gentleman's Toys holte. Das Fahrzeug besitzt Matching Numbers, ist fahrbereit und stellt in seiner sehr bildlichen Form dar, dass ein Fahrzeug im Originalzustand besondere Emotionen erweckt. Zusätzlich erhielt der Porsche 356 Speedster noch den Preis Best Substance Preservation, da der Zustand des Fahrzeugs in seiner Form fachgerecht erhalten wird. Auch die zwei- und dreirädrigen Motorräder haben beim Preservation Concours eine eigene Klasse. Der Besitzer der BMW R69S durfte auf der Bühne seinen Preis für den Klassensieg entgegennehmen. Jeder Teilnehmer des Preservation Concours konnte sich bereits als Sieger betrachten, denn die Zulassung zu diesem weltweit einzigartigen Concours ist bereits eine Auszeichnung für das Fahrzeug. Auf der Siegerrampe konnten die Teilnehmer des Preservation Concours die Sonderpreise und Choice Awards der Sponsoren entgegennehmen. Der Classic Car TV Choice Award ging an den Lancia Appia MK3 von 1963. Den Allianz Choice Award erhielt der kleine Schnitger. Die Wahl für den AVD Choice Award fiel auf den Porsche 924 GT Baujahr 1981. Der Special Honoration Award ging an die Feuerwehr Krefelfing für die Klöckner Humboldt-Deutz F6L Feuerwehr Baujahr 1965. Der nächste CFC Preservation Concours wird im April 2018 stattfinden.